Wir sind in einer scheiß Situation, wie man sagen kann, aber da müssen wir selber eine eigene Nase packen. Wie gesagt, das Spiel gegen Mainz war jetzt nicht gut, auch von der Körpersprache, von der Mentalität war das überhaupt nicht unser Spiel und da müssen wir wirklich uns steigern und einige Sachen anders machen. Habt ihr womöglich zu lange daran geglaubt, dass es von selbst wieder gut wird? Wirklich, kann alles sein. Also es ist immer so schwierig zu sagen, solche Fragen zu beantworten. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir gedacht, es geht alles ein bisschen von alleine, es geht ein bisschen leichter von der Schulter. Aber wie man sieht, ist es nicht so. Man muss immer 100% geben. Und das ist so mein Motto. Von der Mentalität, vom Charakter, von Laufintensität kann man immer 100% geben. Und das, wenn man mal keinen guten Tag hat vom Spielerischen her, dann kann das mal passieren. Dann wird auch uns jeder Fan verzeihen, wenn du mal ein Spiel verlierst, wenn du alles gibst. Aber so wie es jetzt am Wochenende abgelaufen ist, ist das zu Recht, dass die Fans sauer sind auf uns. Ihr blickt nach vorne, aber inwiefern ist es auch wichtig, dass in solch einer Situation, oder wie sehr müsst ihr darauf hoffen, dass in solch einer Situation sich auch die Fans wieder nochmal aufraffen und sich hinter die Mannschaft stellen? Ja, das Problem ist, wir haben schon öfters nach vorne geblickt diese Saison, haben wir schon öfters gesagt, diesen Satz. Nö, es geht jetzt nur noch um die Ärmel hochzukrempeln und wirklich alles für diesen Verein zu tun und um jeden Millimeter zu kämpfen und Gas zu geben und so viele Punkte wie möglich zu holen und hoffen, dass uns die Fans oder dass wir die Fans dadurch wieder zurückgewinnen können. Was würde es euch bedeuten, in diesen schwierigen Zeiten den Rückhalt der Königsblauen, Fangemeinde, Mitarbeiter etc., des ganzen Vereins, allen, die diesen Verein am Herzen liegt, wieder zu spüren? Ja, es ist natürlich alles. Ne? Also das ist natürlich, wäre natürlich ein super Gefühl in der schwierigen Phase, wenn da alle zusammenhalten, ist doch klar, dass das dich nochmal pushen kann, das stärkt dich, das ist der Zusammenhalt, das ist Schalke. Also wir sagen, wir sind ein Familienclub, wir sind ein großer Club, wir sind ein Club mit Tradition und da wünscht man sich natürlich auch in schlechten Zeiten, dass man zusammensteht. Aber ich kann auch, wie gesagt, verstehen, dass es für viele, dass das Wasser übergelaufen ist nach diesem Spiel. Und jetzt sind wir in der Bringschuld und die, was zu Recht jetzt sauer sind, dass wir die wieder zurück ins Boot holen. Und wie gesagt, mit Mentalität, Charakter am Platz, um jeden Millimeter zu kämpfen und zu beißen, das ist mal der erste Ansatz. Und dann hoffe ich, dass das am Samstag das Stadion brennt und dass wir mit den drei Punkten wieder eine kleine Versöhnung haben.